Nach einem Jahr ohne Wettbewerb starten die 74. Filmfestspiele von Cannes. Die Stars sollen wie gewohnt über den roten Teppich flanieren, die Kinos voll besetzt sein. Maßnahmen zum Schutz vor Corona gibt es trotzdem. Mehr als ein Jahr musste er warten, doch nun wird Spike Lee ab dem 6. Juli 2021 als erster Afroamerikaner in der Geschichte der Filmfestspiele von Cannes als Präsident die Jury anführen. Bereits 2020 sollte der Regisseur Da 5 Platz den Vorsitz innehaben, doch wegen der Corona-Pandemie fand kein regulärer Wettbewerb statt. Neben Lee werden 8 weitere Filmschaffende über die Goldene Palme entscheiden, die am 17. Juli vergeben wird. In der Jury sitzen unter anderem die Schauspielerinnen Maggie Gyllenhaal und Melanie Laurent sowie der südkoreanische Schauspieler und Parasite-Star Song Kang-ho. 61 Filme werden insgesamt zu sehen sein, davon gehen 24 Filme ins Rennen um die Goldene Palme. Da die Festivalmacher wegen des Ausfalls im Jahr 2020 sich aus 2 Filmjahrgängen bedienen konnten, 2200 Filme standen zur Auswahl, 500 mehr als in normalen Jahren, geht 2021 erstmals die Reihe Cannes Premiere neben dem Hauptwettbewerb an den Start. Manche Regisseure hielten ihre Filme ein Jahr zurück, um in Cannes eine Premiere feiern zu können.